Manuel Fettner hat uns speziell in dieser Saison gezeigt, dass nach wie vor mit ihm zu rechnen ist. Der 36-Jährige holt sich bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Silbermedaille auf der Normalschanze. Hinzu kommt auch noch Gold im Teambewerb. Zuletzt bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Vikersund wollte es mit keiner Medaille klappen. Wir wollen aber trotzdem über das sehr, sehr erfolgreiche Jahr mit ihm persönlich sprechen. Er ist uns via Skype zugeschaltet. Servus Manuel. Hallo Michael, servus. Servus, ihr seid jetzt aus Vikersund gerade erst zurückgekommen. Im Einzelwettbewerb ist es der 16. Platz geworden, im Teambewerb der bittere 4. Rang mit, glaube ich, 6,9 Punkten Rückstand auf Norwegen. Erzähl mal, welche Erfahrungen hast du mitgenommen? War alles so negativ, wie es von der Platzierung her klingt, oder gab es doch auch persönliche Lichtblicke? Na, persönliche Lichtblicke hat es auf jeden Fall gegeben. Also, ich meine, dass ich jetzt noch nicht als bester Skiflieger bekannt bin, war mir davor auch klar, ich war 3 Jahre lang immer Skifliegen. Gerade der erste Tag war eine richtig große Herausforderung für mich und auch sehr anstrengend. Ja, das Positive war sicherlich die Schritte, was ich nach vorne machen habe können, von Tag zu Tag, dass ich mich gesteigert habe, dass ich mein Setup auch immer besser eingestellt habe auf Skifliegen, weil es doch, jetzt eigentlich immer auf Normal- und Großschanze ausgerichtet war und gerade auch mit Olympia, wo wir auf hoher Meereshöhe gesprungen sind, wo wir alle noch nicht gewusst haben, wie das genau ist, aber auf jeden Fall noch weniger Druck sein wird wie auf alle anderen Schanzen. Jetzt war doch schon sehr viel von meinem ganzen Setup auf Druck ausgerichtet, um das ein bisschen leicht zu erklären, und natürlich genau das Gegenteil ist dann beim Skifliegen der Fall. Aber ich habe mich Tag für Tag besser hingearbeitet, habe das besser eingestellt und war dann eigentlich mit dem Teamwettkampf persönlich für mich jetzt eigentlich sehr zufrieden. Ich hätte Angst gehabt, dass ich es ein bisschen verkacken werde oder dass ich halt der Schwachpunkt in der Mannschaft bin, aber ich war mit meinen Sprüngen und auch wie ich geflogen bin, Tag für Tag immer besser zufrieden und ja, das hat beim Teambewerb dann schon richtig gut geklappt und ja. Aber dass es natürlich andere starke Nationen auch gibt, das haben wir auch davor gewusst und ja, natürlich sehr bitter, dass wir keine Medaille geholt haben, aber wie gesagt, das kann auch immer mal passieren und die anderen waren halt leider besser. Ja, jetzt muss man natürlich das Ganze hochrechnen. Es waren ja 8 Sprünge im Teambewerb. Wenn man 6,9 Punkte Rückstand auf Norwegen hat, dann handelt es sich vermutlich um einzelne Zentimeter oder Meter. Vielleicht nochmal zu der Aussage zurück, dass du zum letzten Mal vor 3 Jahren Ski geflogen bist und auch froh darüber bist, nicht die Schwachstelle im Team gewesen zu sein. Ist das vielleicht auch ein Resultat des Selbstvertrauens, das du von Olympia mitgenommen hast, dass diese Leichtigkeit in dir den Auftrieb gegeben hat? Ja, natürlich. Ich würde es jetzt gar nicht auf Olympia beschränken. Ich habe heuer generell schon eine gute Saison gehabt. Bin auch die Wochen davor, auch nach Olympia, noch richtig zeitweise richtig gut gekupft. Habe zwar nie einen Wettkampf mit 2 gute Sprüngen zusammengebracht, aber ich habe immer in den einzelnen Durchgängen gesehen, dass wenn ich einen Sprung hinbringe, dass ich ganz vorne mitmischen kann. Und dass jetzt Skifliegen nicht ganz anderer Sport ist, ist mir auch klar. Also das hat schon viel darauf hingedeutet, dass es passt, aber mir wäre natürlich auch lieber gewesen, mir hätte es nur besser tragen. Auf jeden Fall. Bevor wir auf die bevorstehenden Wettbewerbe zum Abschluss der Saison noch eingehen, blicken wir zunächst mal auf das zurück, was uns natürlich alle jubeln hat lassen im Februar. Deine Silbermedaille auf der Normalschanze, hinzu kommt dann noch die Goldene im Teambewerb. Jetzt hast du doch ein bisschen Abstand gewonnen. Diese lästigen Journalisten fragen, was geht ihnen durch den Kopf oder haben sie es schon realisiert? Ich glaube, der Punkt ist jetzt schon erzielt worden. Aber wie geht man jetzt damit um, quasi Olympiasieger und Silbermedaillenträger auf der Normalschanze zu sein? Wie gehe ich jetzt damit um? Ich meine, es freut mich nach wie vor sehr. Alles, was da passiert ist jetzt in dieser Saison und gerade bei Olympia, ist natürlich mega cool. Aber ich hoffe mal trotzdem, dass ich der gleiche geblieben bin und auch bleiben werde. Und ja, schlussendlich ist es auch schon wieder Vergangenheit. Also, aber es freut mich natürlich nach wie vor sehr, ja. Mhm.
Wir blicken auch auf deine Vita ein wenig und sehen, es war eine, wie soll ich sagen, Karriere mit Höhen und Tiefen. 16-17 in der Saison hast du im Gesamtweltcup als bestes Ergebnis abgeschlossen, als Zehnter. Also man sieht mit zunehmendem Alter, ohne das Gerät jetzt aufs Alter lenken zu wollen, bist du vielleicht ein bisschen routinierter, abgeklärter geworden. Könntest du dem Ganzen irgendwie beipflichten? Ist irgendwas mit dir passiert, wo der Dreier dann auf einmal davor stand? Ist in der Saison 16-17 nicht auch schon der Dreier davor gestanden? Schon, oder? Ja, knapp, aber doch, denke ich. Also entweder wurdest du gerade 30, ja. Nein, ich glaube, es hat sich bei mir echt jetzt wahrscheinlich über die 20 Jahre jetzt schon einfach immer wieder so in Wellenphasen durchgezogen. Ich hab viele coole Saisonen dabei gehabt und auch viele schlechte. Aber die Schlechten waren halt nie so schlecht, dass ich dann komplett weg war, sondern weil, ich meine, das geht ja auch leicht. Man darf ja nicht vergessen, es gibt ja nicht nur Weltcup und vielleicht Conti Cup, es gibt ja dann noch einen FIS Cup und dann gibt es noch Austria Cup. Und ja, es kann ja dann ganz schnell auch mal gehen, dass man wirklich weg ist. Aber ja, ich denke, die Leistungen haben selbst in den schlechten Saisonen immer noch zumindest für Conti Cup ausgereicht, dass ich da halbwegs gut dabei war. Und dann ist es immer schwer, von Konstanz oder Nicht-Konstanz zu reden, weil, ja, wie gesagt, es hätte auch noch viel schlechter gehen können. Auf jeden Fall. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie lange Manuel Fettner noch Skispringen möchte. Ich bin überzeugt, vom körperlichen Zustand geht es noch ein wenig. Aber der nächste Noriaki Kasei willst du mit Sicherheit auch nicht werden. Gibt es da schon so eine Deadline, die du dir gezogen hast? Wann soll Ende sein? Nein, wirklich, Deadline habe ich mir keine gezogen, die gibt es auch nicht in dem Sinn. Aber so wie du dir die Frage stellst, stelle ich sie mir auch. Im Moment schiebe ich sie immer noch ein bisschen weg, weil ich mich noch mitten in einer sehr coolen Saison befinde und es stehen einfach nur zwei coole Wochenenden vor der Tür, auf die ich mich sehr freue. Ja, und alles Weitere werde ich danach sehen. Ich glaube, das kann ich jetzt noch gar nicht groß abschließen oder nicht abschließen. Es macht auf jeden Fall im Moment sehr viel Spaß und wie du gesagt hast, körperlich bin ich auf alle Fälle fit. Die Frage ist eher, was der Kopf will. Dann danach, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte noch ein Jahr springen, dann werde ich noch ein Jahr springen. Und wenn ich das Gefühl habe, danke, das war's, dann ist es auf jeden Fall auch gut. Also ich glaube, schlechte Entscheidung kann ich in dem Fall eh keine treffen. Aber ich kann sie im Moment nicht treffen. Also wie gesagt, ich freue mich jetzt auf Oberstdorf und dann auf Planitzer. Ich möchte da unbedingt meine persönliche Bestweite noch nach oben schrauben und auch mein Flugsystem so zusammenbringen, dass es richtig abgeht beim Skifliegen. Das sind jetzt einmal die Ziele und alles, was danach kommt, wird auf jeden Fall eine Bauchentscheidung werden. Und ganz egal, wie sie ist, es wird die richtige sein. Dann beziehen wir uns auf das Aktuelle und das, was auf dich zukommt. Zwei Skiflugorte, wo er noch Halt macht. Zunächst in Oberstdorf, dann traditionellerweise in Slowenien im Planitzer. Nach diesem 16. Platz im Einzelwettbewerb, wann wäre bei diesen beiden Skiflug-Events ein gutes Ergebnis erzielt? Peilst du den Top-10-Platz an oder gehst du mal entspannt rein und schaust da einfach, was möglich ist? Ich glaube, entspannt geht man nie in ein Skifliegen, also ich zumindest nicht. aber das taugt mir immer, wenn die Anspannung hoch ist. Ja, jetzt auf ein Ergebnis beschränken will ich es auf keinen Fall. Ich traue es mir zu, in Oberstdorf, sowohl in Oberstdorf als auch in Planitzer unter die 10 zu springen. Das möchte ich auch, weil ich möchte gute Flüge machen und das ist dann automatisch das Ergebnis, dass man dann auch unter die 10 ist. Aber wo jetzt die Chance größer ist oder was mir besser liegt, ganz schwer zu sagen. Wie gesagt, man hat weiterarbeiten, mein Flugsystem so verbessern. Von dem her ist jetzt Oberstdorf sicher leichter, weil ich wahrscheinlich mit weniger Druck zu kämpfen habe als wie in Planitzer. Planitzer wird ähnlicher sein vom Druck her, wie in Vikersund jetzt war, zumindest am Samstag und am Sonntag. Und ja, genau die Sachen sind eigentlich die interessanten. Das ist gilt mein Sprung und mein Setup auf die richtigen Verhältnisse so abzustimmen, dass ich in der Luft leicht werden kann, ohne gegen das System zu arbeiten. Und auf das freue ich mich die nächsten zwei Wochen, egal welcher Platz jetzt rauskommt.
Was traust du deinem Teamkollegen Stefan Kraft zu, der im Einzelbewerb jetzt in Vikersund den dritten Platz belegt hat und auch durch weite Sprünge aufzeigen konnte? Ist er für dich ein Anwärter auf die jeweiligen Tagessiege? Ja, natürlich. Also, ich meine, er ist Skiflug-Weltrekordhalter, er hat jetzt Bronze geholt. Und jeder, der einen Kraft beim Skifliegen nicht auf der Rechnung hat, der hat keine Ahnung von unserem Sport. Also, es gibt kaum einen, der so ein gutes System hat beim Fliegen wie er. Das hat er immer wieder gezeigt über Jahre oder fast jetzt schon Jahrzehnt hinweg. Und ich traue ihm sowohl in Oberstdorf als auch in Planitz jederzeit einen Tagessieg zu, ja, ganz klar. Und er könnte auch der entscheidende Faktor vielleicht sein, ob Karl Geiger oder Jojo Kobayashi am Ende dieser Saison ganz oben stehen. Wer ist denn für dich persönlich jetzt im Saisonfinish der Favorit? Wer zeigt momentan für dich die bessere Körpersprache? Das ist ganz schwer zu sagen. Das wechselt sich so von Wettkampf zu Wettkampf eigentlich ab. In der letzten Phase habe ich mir jetzt eher gedacht, ja, das wird eigentlich der Jojo machen. Aber natürlich ist auch irgendwie noch im Hinterkopf gespeichert, dass der so vom persönlichen Empfinden her, dass der Kobayashi eigentlich eher der Skiflieger ist. Aber der Karl Geiger ist letzter Skiflugweltmeister geworden und hat jetzt auch wieder gezeigt, dass er eigentlich richtig gut fliegen kann. Und jetzt hat fast der Kobayashi ein bisschen mehr rausgeschaut in Vikersund. Aber wie gesagt, das kann nächste Woche in Oberstdorf wieder komplett umgekehrt sein. Ich glaube, dass die Frage, wie genauso die Frage vom Nationencup, extrem spannend bleiben wird bis ganz zum Schluss. Und der bessere Springer und die bessere Nation werden sich dann einfach durchsetzen. Eine diplomatische Antwort. Wir freuen uns aber auf jeden Fall auf unterschiedliche spannende Entscheidungen, vor allem auch auf Nationenebene. Kommen wir vielleicht zu einer Schlagzeile, die du kurz nach dem Olympia-Erfolg mehr oder weniger abgegeben hast, dass du unbedingt auch diesen Weltcup-Sieg für dich persönlich noch feiern möchtest. Beim Skifliegen hast du möglicherweise jetzt Außenseiterchancen. Unrealistisch ist es auch nicht. Aber wie wichtig ist es dir, vor allem in der nächsten Saison, voll anzugreifen und diesem Weltcup-Sieg hinterherzukommen? Ich glaube, Außenseiterchancen, dass ich jetzt meinen ersten Weltcup-Sieg im Skifliegen mache, ist fast noch ein bisschen nett ausgedruckt. Damit spekuliert es nicht. Ich glaube, meine größte Chance, jetzt so kurzfristig im Nachhinein gesehen, war auf jeden Fall in Lahti. Da habe ich mich sehr geärgert über meinen zweiten Sprung. Weil da hätte ich definitiv mit einem gleich guten Sprung wie im ersten Durchgang das gewinnen können. Das war vielleicht jetzt auch ein bisschen die letzten zwei Wochen, was ein bisschen dazu beitragen hat, glaube ich, dass ich vielleicht nicht ganz so locker war, weil ich halt gewusst habe, dass es möglich ist, aber natürlich muss da wirklich alles zusammenpassen. Und was das nächste Jahr betrifft, ja, theoretisch sehe ich die Chancen auf jeden Fall da, dass ich das machen kann. Grundvoraussetzung ist aber zuerst, dass ich nächstes Jahr überhaupt einen Hub zum Schweiß nicht machen. Und ansonsten werden wir auf jeden Fall so vorbereiten, dass die Möglichkeit da ist. Und natürlich wäre das extrem cool. Und ja, und wenn es nicht ist, war es trotzdem eine coole Karriere. Wir wollen auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass die nächste Saison vielleicht durch eine Verletzung zunichte gemacht wird. Wir wollen mit dir vielleicht auch ein wenig über deine Erfahrungen der letzten 20 Jahre sprechen, sei es jetzt Material, sei es Teamkollegen oder generell der Skisprung-Zirkus. Wie hat er sich für deine Begriffe verändert? Du bist, glaube ich, 99, 2000 als 15-, 16-Jähriger bei der Vierschanzentournee eingestiegen und bist jetzt quasi der Routinier in deinem eigenen Team. Wie hast du auch versucht, diese neuen Rollen aufgrund des Alters oder aufgrund deiner Erfahrung dann auch irgendwie anzupassen und weiterzugeben? Ich glaube, ich bin vom Typ her auf jeden Fall ein Teamplayer-Typ und teile gern meine Erfahrungen oder gebe was weiter, wenn mich wer fragt. Bin aber sicher nicht der was jeden irgendwas aufzwingt oder keine Ahnung, gescheit daherredet. Außerdem waren die meisten immer besser im Team als ich. Also ist dann auch, bin jetzt dann auch nicht groß in der Position, irgendwann was zu sagen. Aber wenn mich wer fragt oder Hilfe benötigt, dann gebe ich das natürlich auch immer gerne weiter, ist eh klar. Aber ja, wie gesagt, bei uns wechselt immer alles so schnell durch im Team auch, von Schanze zu Schanze.
Und ja, da kann sich jeder von jedem immer wieder was Positives abschauen oder gute Tipps holen. Das kann genauso vom Ältesten zum Jüngsten sein und nicht umgekehrt. Also ja, da müssen wir einfach immer gut zusammenarbeiten und das tun wir auch. Ey. Jetzt da muss man auch sagen, du bist wahrscheinlich der einzige aktuelle österreichische Springer. Wenn nicht, dann bitte auf jeden Fall unterbrechen und vielleicht das Ganze ausbessern, der mit Andi Wiedhölzl noch zusammengesprungen ist. Kann man davon sprechen, dass du so der verlängerte Arm des Trainers dann in gewisser Hinsicht auch bist, weil du ihn als aktiven Sportler kennengelernt hast? Nein, habe ich nicht das Gefühl. Also, ich glaube, die Symbiose, was unter die Springer ist, was ich die davor angesprochen habe, die gilt sogar genauso von Springer zu Trainer. Das ist aber komplett egal, ob wir jetzt zusammen gesprungen sind oder nicht. Also, ich glaube, dass sich da wieder genauso von uns auch Tipps holt, jetzt nicht nur von mir, sondern von uns allen Athleten und dass das einfach die Kommunikationsbasis einfach stimmt. Natürlich ist es für mich jetzt nochmal feiner, wirklich auch auf Augenhöhe zu kommunizieren, weil wir doch eine Zeit lang miteinander gesprungen sind und als Athleten schon gemeinsam unterwegs waren und natürlich auch freundschaftliche Beziehung, so oder so, ganz egal, ob er jetzt Cheftrainer ist oder nicht, auch auf jeden Fall da ist und auch immer da war. Und ja, ich glaube, das sind auf jeden Fall Sachen, die bei uns im Moment gesamt geschlossen extrem gut funktionieren und dass wieder da sicher einen großen Anteil dran hat, dass die Kommunikation passt. Man hat auch aktuell das Gefühl, dass die ÖSV-Adler wieder ein bisschen besser aufkommen, nachdem man vor allem in den letzten 2 Jahren vielleicht aus österreichischer Sicht ein wenig nachgelassen hat, nachdem Stefan Kraft 1920 den Gesamtweltcup geholt hat. Ein Stichwort vielleicht zu den noch etwas unerfahrenen Springern, die man noch nicht so wirklich kennt, wie ein Ulrich Wohlgenannt, ein Philipp Tschofenig. Sind das für dich Springer, die Potenzial haben, in den nächsten Jahren wirklich um die Top-Plätze mitzuspringen? Ja, ich glaube, der Uli ist jetzt doch schon länger dabei. Der ist jetzt gar nicht mehr so der Jüngste. Hat auch schon oft gesagt, was er drauf hat. Jetzt auch beim Fliegen gut gewesen. Und der Daniel Tschofenig ist halt, der ist wirklich ein Junge. Der hat sicher auch großes Potenzial, aber schlussendlich ist, glaube ich, nie das Potenzial entscheidend, sondern das, was man dann schlussendlich Jahr für Jahr immer wieder draus macht. Man fängt immer wieder, zwar nicht von null an, aber man fängt halt, muss halt doch Jahr für Jahr wieder vor sich das Ganze wieder neu erarbeiten. Und ja, der Länderland reicht da halt einfach auch nicht. Aber der Daniel ist auf jeden Fall auch ein guter Arbeiter, so viel habe ich schon gesehen und hat alle Voraussetzungen, die es braucht. Aber da haben wir auch noch viel mehr in Österreich. Und schlussendlich durchsetzen muss man sich dann immer selber und im Skispringen irgendwelche Voraussagen zu machen, wer jetzt wann erfolgreich sein wird, ich glaube, da kann man gescheiter würfeln. Da kann man dann auf jeden Fall nur ein bisschen theoretisch munkeln darüber. Zum Abschluss vielleicht nochmal anders gestellt die Frage, wie lange du noch dabei sein wirst. Die Olympischen Winterspiele 2026 liegen noch in weiter Ferne. Aber bist du jetzt auf den Geschmack gekommen und willst es dir bis dahin antun oder kann man das an dieser Stelle klar dementieren? Na, da würde ich mich schon extrem überraschen. Habe ich mich heuer allerdings auch. Also das ist auf jeden Fall gefühlt so weit weg und sowas von ausgeschlossen, dass es mir echt nicht zutraut. Also als Zuschauer natürlich vor Ort, das würde mich auch mal reizen, dass ich da im Stadion unten stehe und vielleicht schon ein paar Drinks intus habe und das Ganze einmal auf einen anderen Weg genießen kann. Aber na, ich glaube, maximal, vielleicht, dass ich noch ein Jahr springe. Aber wie gesagt, ich kann mir darüber immer erst Gedanken machen, wenn es vorbei ist. Und sollte ich nächstes Jahr nochmal ein Jahr springen, dann werde ich auch noch nicht drüber reden, ob ich übernächstes Jahr nochmal hupfe, weil ich glaube, ja, man kann es wahrscheinlich eh immer erst danach sagen. So sieht es aus. Auf jeden Fall appellieren wir an deinen Fitnesszustand, freuen uns auf weitere spannende Springen auch mit dir und vielen, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für die verbleibenden Wettbewerbe in Oberstdorf und Planitzer. Danke vielmals. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne. Das war also ein Einblick in das Leben von Manuel Fettner, der Mitte Februar mit der Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen auf sich aufmerksam machen konnte, ist allerdings schon gut 20 Jahre im Skisprungzirkus unterwegs. Bei den verbleibenden Wettbewerben sieht er sich als Außenseiter, kann aber mit dem 16. Platz von Vikersund vielleicht darauf bauen, unter die Top 10 vielleicht zu kommen. Wie lange er noch weiterspringen wird, das hängt vom Fitness und vom körperlichen Zustand ab. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen. Und für Sie, liebe Zuseher, heißt es wieder einschalten, wenn es heißt Sports Talk auf KRONE TV. Bis bald.